Ich grüße euch ganz herzlich zurück bei Panzerkorps in, wie heißt die Mission? Jesse Kishinev. Wir machen erstmal, kümmern uns um die Flugzeuge, wenn es denn irgendwie geht. Nein. Greif einfach nur an. Okay, gut. So, wir kümmern uns erst um die Flugzeuge. Und zwar, wer fängt an? Ich nehme mal du. Nice. Jetzt ist das weg. So, wir haben noch. Du hast 3 Defense. Warum hast du nur eine minus 3-0? Ah, Moment mal. Du bist eine BF-109G. Du bist gar keine. FW-190A. Okay, das erklärt einiges, warum du so scheiße bist. Hat mich schon gewundert. Man sieht das nicht so genau. Die sehen sehr ähnlich aus. Du bist nicht mal eine Elite. Boah. Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Deswegen hat er sich auch gewagt, hier anzugreifen. Weil das einfach eine schlechte Einheit ist. Und ich habe sie erst jetzt gesehen. Ugh. Okay, der kommt hier nicht mehr raus. Steht schon mal fest. Von dem her müssen wir eigentlich nicht uns weiter drum kümmern. Wenn du hier hingehst, hast du da... Okay, den kriegst du weg. Plus... Wow, so schnell ein Held. Wir haben dich doch erst gerade gekriegt. Plus 1 Defense ist nicht die Welt, aber... Es wundert mich trotzdem. Daniel Hoffmann. Ein junger Kerl. Okay. Wir müssen dieses Ding irgendwie wegmachen. Aber ich will natürlich nicht mit dem Panzer da reingehen. Wobei, es ist jetzt nicht ultra dringend, nicht wahr? Es ist jetzt nicht ultra dringend. Du hast gutes Spotting. Schauen wir, ob wir da noch was sehen. Da ist auch nur eine fiese Artillerie. Weiß ich wirklich, ob ich mich das getrauen soll. Der greift nicht zurück an. Ja, okay. Gut. Zieht sich da zurück. Sehr schön. Okay, wir brauchen hier ein bisschen Unterstützung. Das ist ein guter Anfang, würde ich sagen. Jetzt verlierst du nichts mehr. Er wird dann halt weggehen da. Ich weiß nicht, ob mich das stört. Der ist so oder so tot. Ich wüsste nicht, was ich mit dir sonst machen soll. Boah, nochmal eine minus 7. Der ist ein bisschen übertrieben jetzt. Da, der ist platt. Ich weiß nicht, was hier hinten ist. Irgendwo hier war noch eine Anti-Air-Gun. Ich habe deswegen ein bisschen Schiss, den hier zu bomben. Ich denke... Wir machen den erstmal fix weg. So... Dann als nächstes. Stört mich das, wenn der den Fluss überquert? Ich denke... Den hier wegzumachen wäre auch nicht schlecht.
Er greift allerdings die Artillerie zuerst an. Sollte uns aber nicht weiter stören. Ach komm. Darf doch nicht wahr sein, oder? Boah, 26% Killchance. Ach. Können wir uns eigentlich nicht leisten. Ich denke mal, du bleibst einfach da. Und... Die Artillerie sollte uns eigentlich nichts anhaben können. Aber ich möchte eigentlich mit dem jetzt auch nicht komplett einen Mad Dash machen. Hier oben könnten auch noch einiges an Gegnern sein. Was uns hier so ein bisschen fehlt, ist jemanden, der spotten kann. Wenn ich ganz ehrlich bin. Haben wir irgendeinen mit plus Spotting? Movement. Wir haben viele Artillerien da. Okay, soweit, so gut. Dann packe ich dich mal hier hin. Ich denke, wir werden den Flieger mit zum Schutz weiterbringen müssen. Da könnte durchaus was kommen. So, du gehst mal da rein. Du würdest da rankommen, aber ist nicht gut wegen der Artillerie. Könnten den eins runterhauen. Warum nicht? Wir würden den vielleicht sogar ganz wegkriegen. Aber da ist bestimmt eine Anti-Air drauf. Okay, weißt du was? Ich pack dich mal hier hin. Das sollte relativ gut funktionieren. Du kannst hiermit aushelfen. Ich weiß noch nicht, was ich mit ihm machen soll, will. Vielleicht, ich vermute, wir haben jetzt ein, zwei Runden Ruhe vor gegnerischen Luftangriffen. Ich bin allerdings nicht sicher. Okay, sehr viele Artillerien hat er hier. Müssen wir mal gucken, wie wir uns hier am besten aufstellen. Ne? Wenn ich mit dir jetzt hier hingehe. Killchance ist 2%, ist nicht unsignifikant. Du kommst hier auch hin. Was hast du? Killchance 1%. Ich glaube, das ist besser so. Jetzt ist auf 5 unten. Dann packe ich dich mal dahin. Vielleicht macht es Sinn, den hier anzugreifen. Okay, gut. Ach, minus 2 sogar. Das ist... nicht so, wie es sein soll. Hat er noch Fighter? Ich glaube, er hat keine Fighter mehr. Ich glaube, er hat auch keine Bomber mehr, soweit ich das beurteilen kann. Ich weiß nicht, was ich mit dir mache. Irgendwo hier ist immer noch die Anti-Air-Gun.
Ich denke, wir kümmern uns mal um den hier. Minus 2, das ist gerade ein bisschen ärgerlich. Ich denke mal, wird hier eine Weile brauchen, bis er sich hier durchgearbeitet hat. In der Zwischenzeit werden wir... was werden wir denn? Wir sollten auf jeden Fall noch eine weitere Infanterieeinheit hier rüberbringen. Jetzt muss ich mal schauen. Bist du hier sicher? Es könnte ungemütlich werden mit der Artillerie. Weil wir brauchen dich hier nicht unbedingt. So, da bist du auch, hast du ein bisschen Schutz. Du kannst eigentlich auch da weg. Okay, fantastisch. Der ist auch platt. Ja, ich denke, wir stellen uns ein bisschen defensiv auf. Ich traue mich nicht wirklich zu bomben. Wir spielen etwas konservativ. So, dann... Okay, die können auch nicht den Modus wechseln. Ich denke, der Rest bleibt halt so, ne? Der wird sterben, die werden sterben. Und dann gibt es hier ein bisschen ein Gegrinde. Ich möchte eigentlich noch einen von den Tigern hier rüberbringen. Sieht aber so aus, als wäre das für den Moment erstmal gerade nicht machbar. Wobei, wir haben hier einen Tiger. Das ist Tiger und das Nashorn. Gustav bleibt da, denke ich. Ah ja, da kommt jetzt viel Material runter. Ich weiß nicht, ob wir hier nach oben gehen können. Es könnte sein, dass eh irgendwo noch eine Truppe wartet, die nur auf, ja, die dann irgendwie bei einer Runde getriggert wird und wir in den Hammer laufen. Das ist mittlerweile schon ein paar Mal passiert. Nee, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Okay. Das ist gut. Ja, bringt ihn, solange die ein bisschen runterkommen, das ist schon mal super. Ja, den hätte man auch zurückziehen können. Wobei, wir brauchen die jetzt nicht unbedingt mehr. Okay, Artillerie schießt. Boah. Ja, das... Wobei, Tank gegen Anti-Tank... Ich weiß nicht. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, den greift er komischerweise nicht an. Ich weiß nicht genau, warum. Würde sich ja eigentlich auch anbieten. Vielleicht ist er schon größtenteils gezogen. Er steckt hier so ein bisschen fest. Er hat sehr viele Einheiten. Er geht nie auf unsere gerade. Die sind ihm zu stark. Ambush? Na, ah, da kommen die ganzen Artillerien. Gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Was? Minus 2 auf dem Tiger? Darf doch nicht wahr sein.
Okay, der ist nach vorne gekommen. Gut. Also, wo sind unsere... Wo sind unsere Bomber? Da. Ach, du kommst nicht bis dahin. Aber du. Oh, minus 3 nur? Echt? Weil er auf dem blöden Hügel steht? Okay, naja, es ist. Es sind ein bisschen viele gepanzerte Fahrzeuge. Artillerien wegzumachen wäre auch eine gute Sache. Okay, der ist... Ein einfacher Move. Die zwei würde ich auch ganz gerne wegkriegen. Aber... Ich weiß nicht, ob das geht. Mich stört, dass der hier zwei vom Tier erledigt hat. Dürfte so eigentlich nicht passieren. Okay, du gehst erstmal dahin. Minus 7. Dang it. Um den mal wegzumachen. Er zieht sich zurück. Gerade mal überlegen. Du gehst hier hin. Einer weniger. So, wenn ich dich hier hinstelle. Sollte. Ah, Rugged Defense. Okay. Glück gehabt. So. Das ist das, was ich mir eigentlich erhofft habe. Mehr oder weniger. Zumindest auf der Seite der Front sieht das eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Will ich mit dem da rein oder lieber mit dir? Ich denke, das ist wahrscheinlich sinnvoller. Machen wir das erstmal so. Er ist größtenteils suppressed. Und ja, der ist erstmal bedient. Weitere Artillerie hat sich aufgelöst. Okay, alles suppressed. Fantastisch. Ne, warte mal. Geh du lieber hier rüber hin. Den Tiger werden sie nicht angreifen. Glaube ich nicht. Ja, das hier ist... da muss man jetzt irgendwie so ein bisschen versuchen zu priorisieren. Was allerdings... alles andere als einfach ist. Ich denke, wir werden nicht drum herum kommen, uns einigermaßen ein bisschen zurückzuziehen. Versuche erstmal den hier wegzumachen. 3 suppressed. 4, hä? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Du kannst auch nicht wirklich viel machen, ne?
Okay, ich denke, wir werden uns hier zurückziehen, neu gruppieren. Naja, nicht ganz. Hat nicht ganz gereicht. Geh du mal eins nach vorne. Okay, nee, du kommst nicht dahin. Schade. Geh mal in die Stadt rein. Weil dann würde ich fast sagen, mach das mal irgendwie um den Dreh rum. Und ihr kommt dann auch zurück. Okay, das bringt nichts. Wobei, irgendjemand müsste den eigentlich wegmachen. Der darf nicht einfach so überleben. Den hier hätte ich ganz gerne ein bisschen unten. Artillerie, immer Priorität. So, dann kannst du auf den da. Vielleicht können wir... hier irgendwo war noch die Anti-Air. Das heißt, die zwei sind wahrscheinlich eher tabu. Aber wir können unter Umständen den weiter bomben. Boah, minus 13. Mein lieber Scholli. Okay, so weit, so gut. Schnapp du dir den da? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ah, der muss weg. Geh rüber. Okay, gut. Wieder ein Kill. Weiß ich, wie es XP 7. Nicht sonderlich viel. Okay, weißt du was? Du schnappst dir das Flugfeld. Und der ist komplett suppressed. Ah, minus 10. Geht. Du gehst da in den Wald rein. Dann haben wir minus 6. Ist auch fast komplett suppressed. Minus 11. Nice. Und das gehört uns. So, aktuell hat sich's hier ein bisschen gelichtet. Das ist schön. Du bleibst hier. Ich will nicht, dass sich der wieder hochheilt. Elende Artillerie. Der könnte hier drauf schießen, aber naja. Ich denke mal, da können wir nichts dagegen tun. Ich glaube, es stört mich nicht, wenn er den wieder aufmotzt. Ich glaube, das stört mich nicht. Es ist natürlich ein bisschen risky, hier auf dem Flussfeld zu stehen. Wobei, wir können das Risiko ein bisschen abfedern. Indem wir das so machen. Und... okay, da ist keiner drin. Spannend. Sehr spannend. Du gehst hier rüber. Du könntest noch was machen. Ich denke, ich ziehe dich hier rüber. Weil da bist du definitiv wertvoller.
Ah, minus 4 war jetzt nicht sonderlich toll, aber was soll's? Du könntest auch noch angreifen, bringt jetzt aber nicht so viel. Ich denke mal, du besparst lieber die Munition. Ich denke, wir ziehen auch dich zurück. Bringst du was? Das ist eine 15 Hard Attack. Bleib da im Entrenched Status. Ah, du da. Und dann lassen wir ihn kommen. Die drei sollten eigentlich halten. Der wird sterben, der wird wahrscheinlich sterben, die zwei werden sterben. Da müssen wir mal schauen, was noch übrig ist. Okay, ich denke mal, das passt. Also wir brauchen definitiv auf der Seite noch ein bisschen mehr Einheiten. Wir sind ein bisschen zu stark auf der rechten Seite präsent. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Ein Panzer weg. So einen wirklich richtig guten Move haben wir nicht, habe ich das Gefühl. Okay, dann lass uns einfach die Panzer ein bisschen runterbringen. Du kannst nichts tun. Jetzt ist der ungeschützt. Naja. Ist wie es ist. Können wir nichts mehr daran ändern. Wir haben schon gezogen. Gut, gehen wir den Zug ab. Okay. Hat keine Munition mehr. Okay, ging nicht auf die Heinkel. Das ist schon mal super. Selbst mit Ambush kriegen die nichts hin. Jetzt gehen sie wahrscheinlich auf das Ding da. Wow, One Shot. Okay. Das Gute ist, sie kommen so ein bisschen runter. Und die Panzer sind wesentlich schneller als die Anti-Air-Guns, die er hat. Von dem her exponiert er sich dadurch jetzt natürlich auch einigermaßen stark. Hier getraut er sich nicht anzugreifen. Aber ja, jetzt können wir in der nächsten Runde... da wahrscheinlich ein bisschen was machen. Die Infanterie kommt hinterher. Ich bin gespannt, was die zwei hier machen. Plus die Artillerie. Will ich auch im Auge behalten. Okay, der ist dahin. So weit geht's eigentlich noch. Gut, mein Lieben, ich denke, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, Sie sehen uns natürlich beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Let's Play gefällt, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf geht's.